frei. Schön, dass du da bist. Uwe Erik, laufen lassen. Und sei still, jetzt will ich. Oscar, bitte. Man soll Theaterleute nie dazu bringen, dass sie plötzlich kein Theater mehr machen können. Ich hatte ein Jahr plötzlich bezahlt, Zeit, um Erlebnisse, Gedanken, Gefühle, Geschichten, die mich sehr bewegen, dass ich in der Kölner Oper fristlos rausgeflogen bin, also fristlos gekündigt nennt sich sowas. Und hätte ich mir nicht träumen lassen, dass das geht, aber das geht. Das ist zwar rechtens nicht möglich, weil vom Gericht aus geht das eigentlich nicht, weil wir haben ja einen Vertrag und der Vertrag sagt das und das. Aber es ist in der Arbeitswelt, wie ich lernen musste, doch üblich, dass man mal Tatsachen schafft und hinterher macht man es mit Geld oder bezahlt es oder macht dann irgendwie wieder das, damit das wieder vor Gericht in die Reihe kommt. Und nicht. Und dann kam die Kölner Oper. Ich bin in Köln aufgewachsen, ich bin Kölner. Und meine Familiengeschichte fußt in Köln, insofern ist meine Familiengeschichte auch damit eingeflossen. Ich habe dann, Kölner sind prinzipiell sentimental. Also die fühlen gerne, dass es schön ist und dass man noch miteinander kann und dass alles gut ist. Und aus dieser Sentimentalität heraus habe ich auch an viele Biografien, die ich in Köln hatte, unter anderem meine Operndirektorin, mit der ich zusammen Schultheater gemacht habe, einen Job angeboten und habe gedacht, Mensch, wir jetzt hier in Köln. Und wenn man dann Köln spät, aber dann doch wirklich kennenlernt, dann lernt man etwas kennen, was eben dann unter dem Wort Palermo zusammengefasst wird. Es ist natürlich erstmal eine Polemik, wobei ich bin selber natürlich Palermo bereist. Palermo ist ja auch eine alte europäische Stadt mit einer großen Kulturtradition. Und man kann in Palermo sehen, wie diese Tradition letztendlich vor sich hingammelt. Es fließt immer noch viel Geld durch Palermo, weil das an einem empfindlichen Ort ist. Und Palermo versucht auch, ehemalige Größe immer noch aufrechtzuerhalten. Es versucht auch noch Oper zu spielen. Der Opernintendant ist übrigens witzigerweise auch tatsächlich 2012 abgesetzt worden, vor seinem Haus verprügelt worden, krankenhausreif geschlagen worden. Das kommt in diesem Roman nicht vor. Aber die Extreme, dass man sich über das, was man versucht, eigentlich Positives zu machen, an die Wurzel der Existenz geht, das hat mich schon bewegt, das dann doch unter diesem Titel Palermo zusammenzufassen. Es ist ein Roman, es geht mit Sachen um, die ich erlebt habe. In Köln ist natürlich der Sport, das alles aufzupuzzeln, also der Express und der Kölner Stadtanzeiger waren sehr schnell unterwegs und haben gesagt, der ist der, der ist der, der ist der, der ist der. So einfach ist das ja bei Romanen nicht, man versucht ja immer, über das, wo man Leute kennengelernt hat, das ein bisschen allgemeiner zu packen und allgemeingültiger zu machen. Also in einer Romanform muss es ja in sich stehen. Und das wird ja auch hier an diesem Buch diskutiert. Kann das aus sich stehen oder ist das nur eine Verarbeitungsgeschichte und dann ist es irgendwann weg? Ich habe immer gesagt, die Qualität wird sich dann später erweisen. Es ist nicht als Enthüllungsroman gemeint, sondern es ist als das gemeint, was es ist. Es ist ein Roman. Und jetzt würde ich vorschlagen, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wenn ich das Glas ausgetrunken habe, höre ich auf. Jetzt hat er mir ein zweites Glas eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber ich denke, ich fange mal von vorne an und habe so ein paar Stellen ausgesucht und ich weiß nicht, was nehmen wir uns vor, 40 Minuten oder sowas, oder? Ja. Oder wenn Sie sagen, genug, dann höre ich sofort auf. Und wenn Sie sagen, noch einen, dann machen wir noch einen. Ach ja, sagen Sie doch wie in Köln, oder? Wie in Köln, ja, das ist ja wie in Köln. Das Buch hat eine Struktur von 21 Kapiteln und ein letztes Kapitel. Und diese Kapitel sind durchschossen durch dreimal Kinderland, wo Kindheitserinnerungen, also das, was einen als Kind geprägt hat, geschildert wird auf drei verschiedene Momente. Und dann gibt es Musik und Drama. Und Musik und Drama bezieht sich letztendlich auf das, was Oper ist. Es ist natürlich auch ein Roman Palermo über die Oper. Komischerweise hat Sizilien und Palermo wird immer opernhaft genommen, also der letzte Teil des Papen, da wird sich auch auf der Treppe des Opernhauses der finale Schuss gegeben. Also Oper, Sizilien, Palermo hängt irgendwie zusammen als etwas, was in der europäischen Kultur da
das Melodram ausmacht. Gut, ich fange an von vorne. Es sind drei Motti vorgestellt. Das erste ist italienisch von Giuseppe Verdi. Copiare il vero più essere un buona cosa. Ma inventare il vero è meglio, molto meglio. Die nicht des Italienischen mächtig oder so genau Bescheid wissen, heißt, die Wahrheit zu kopieren ist eine gute Sache, aber sie zu erfinden ist viel, viel besser. Das zweite Zitat ist von Ingeborg Bachmann. Die Wahrheit ist dem Menschen zumut. Und der Autor meinte, vorwegsetzen zu müssen, alle Personen und Handlungen in der Geschichte Palermo sind frei erfunden. Sollten sie realen Personen in einer anderen Stadt ähneln, ist das vielleicht kein Zufall, aber nicht die Wirklichkeit. Die Kunst ist der Versuch, die Wahrheit hinter der Wirklichkeit aufzuspüren. Und ebenso wie Wissenschaft, Forschung und Lehre ist die Kunst frei. Dann ist eine kleine Episode vorangestellt, bevor die Kapitel anfangen. 4 Wochen, nachdem sie ihr neues Amt als Pressesprecherin der Oper angetreten hatte, sagte Nicoletta Brioli, mein Gott, diese Stadt ist wie Rom. Intrige, Getratsche, dazu der Segen der Heiligen Kirche. Ich entgegnete, dass es in dieser Stadt zwar eine große Kirche gäbe, von einem Segen allerdings nicht viel zu spüren sei. Aber sehr katholisch geht es hier schon zu, meinte sie. Naja, dann ist es vielleicht doch eher wie Neapel. Weitere 4 Wochen nach mitunter bitteren, bisweilen auch verwirrenden Erfahrungen mit dieser Stadt, bemerkte Nicoletta Brioli, das ist nicht Rom, das ist auch nicht Neapel, das hier ist Palermo. Man nennt ihn den Papen. Jetzt wäre das ja, wenn jemand sagt, das bin ich hier in dem Buch, dann muss er erstens beweisen, dass das wirklich ist. Und zweitens müsste er beweisen, dass was Falsches drinsteht. Und es hat ja auch harsche Kritik gegen dieses Buch gegeben, da könnte ich auch ein paar Geschichten zu erzählen, das lassen wir jetzt mal weg. Aber ich finde es schon witzig, dass man einem Buch vorwirft, dass es zu viel Wirklichkeit hat, also dass es zu echt ist und dass es zu wahr ist. Wie weit man, das ist ja in dem Verdi-Zitat drin, wie weit man die Wahrheit neu erfinden muss, man muss sie immer neu erfinden. Also selbst wenn man das, was man erlebt hat, das, was man erträumt hat, das, was man sich fantasiert. Man muss diese Mischung immer wieder machen. Oder Einwände oder Bemerkungen. Mich würde mal interessieren, wie Ihr Buch in Köln aufgenommen worden ist. Ist es da vorgestellt worden? Hat die Presse darauf reagiert? Ist es ja so wie es zu erwarten war. Also Herr Neve-Dumont, ist ja ein Schlüsselroman. Herr Neve-Dumont, also es gab eine sehr gute Rezension im Express, das ist auch Dumont-Presse, unserer Bild-Zeitung. Kölner Stadtanzeiger war nur die Rheinische Post in Düsseldorf, eigentlich ein Blatt, was man gar nicht erwähnt, zitiert. Es würde jetzt einen Roman geben. Dann hat Neve-Dumont innerhalb seines ganzen Hauses eine Mail geschickt, erst gar nicht ignorieren. Daraufhin wurde diese beiden Meldungen von der Internetseite wieder runtergenommen. Das heißt also, die Dumont-Presse hat beschlossen, null darüber zu. Dann gab es im WDR sehr viele Besprechungen, es gab in der Rheinischen Post, in der Zeit, in der Bild-Zeitung eine ganze Seite. Also Bild-Zeitung freut sich immer sehr, wenn sie gegen Neve-Dumont gehen, wenn man Neve-Dumont als Paten. Und der Sturm am Anfang war sehr, sehr groß. Der Jürgen Strauß hat eine Woche lang nur mit Kölner Medien telefoniert und Medienbuchhandlungen, wo denn das Buch bleibt und was er jetzt ist und so weiter. Also eine ganze Woche lang war doch so, ne? Sturmfeuer der Empörung bzw. der Begeisterung oder der jetzt muss das aber sein. Und dann hat sich Köln wieder zur Ruhe gelegt und denkt, man kann das aussitzen. Und ich denke, so ein Buch ist gut, dass es da einfach liegt und die Leute, die es lesen wollen, lesen es. Die Leute, die daraus irgendwas ableiten wollen, wollen das ablesen. Und die Leute, die es irgendwie ignorieren wollen, wollen es halt ignorieren.